Die Polizei in Buenos Aires ist am Mittwoch mit Wasserwerfern gegen Demonstrierende vorgegangen. Auch Tränengas kam zum Einsatz. Die Menschen wandten sich erneut gegen die Sparmaßnahmen von Präsident Javier Milei. Die Demonstrierenden waren entlang einer Hauptverkehrsstraße marschiert und hatten Fahrzeugen den Weg versperrt. Verschiedene Gewerkschaften und Vereinigungen hatten zu den Demonstrationen aufgerufen. 100 Tage oder 4 Monate der rechtsextremen Regierung von Präsident Milei waren bisher gnadenlos gegenüber der Arbeiterklasse und dem öffentlichen Dienst. Er hat die Nahrungsmittel für Suppenküchen gekürzt, die Armut ist von 45% auf 60% gestiegen, die Inflation steigt weiterhin rasant. Der seit kurzem im Amt befindliche Präsident hatte Sparmaßnahmen ergriffen, zu denen auch die Beschneidung des öffentlichen Dienstes gehört. Rund 15.000 Angestellte wurden entlassen. Argentinien kämpft mit einer jährlichen Inflationsrate von über 275%. Das Land ist mit wachsender Armut und einer stagnierenden Wirtschaft konfrontiert.